Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von der Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Ja, da sind wir wieder. Abraham ist auch noch da, wie man sieht. Der hat uns ja im letzten Part ganz schön aufgeregt, also mich zumindest. Sorry, dass ich da vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen laut geschrien habe, aber ich habe mich hier wirklich halb zu Tode erschreckt mit dem. Das hat mich so weit geführt in meiner Verwirrung, dass ich Jessica am Ende sogar als Sonja betitelt habe, weil ich irgendwie vorher noch was wegen meiner ersten Sim-Dame Sonja Müller nachgeschaut hatte. Und ja, also ihr merkt, es belastet mich. So ein Gespenst hier rumschweben zu haben, ist nicht so einfach. Vor allem, weil er ja wirklich zweimal versucht hat, die Leute hier zu erschrecken. Und man kann halt, wie gesagt, auch zu Tode erschreckt werden. Ja, gut, unsere zwei liegen, nachdem sie sich wieder einigermaßen verstehen, im Bett und ich lasse jetzt einfach mal die Zeit laufen und hoffe einfach nur, dass Abraham bei Tim in der Urne landet. Oh, so geht das also auch. Ja, solange du Tim nicht aufwächst und der dann auch noch hier rumspukt, ist mir ja alles recht. Ich werde jetzt hier auch nicht spulen, ich habe Angst. Vielleicht geht er nochmal zu irgendwem und will ihn besetzen. Ich habe Angst. Ich bin froh, wenn der wieder in seiner Urne steckt. Abraham, komm, verschwinde doch mal. Ich möchte hier keine Unfälle haben. Wie viel Uhr haben wir denn da? 3:30 morgens. Sag mal, musst du nicht wieder in deine Urne zurück? Hallo, nein, nicht. Geh weg da. Geh weg. Schwebe hinfort. Ich brauche ein Kruzifix. Ich muss ein Kreuz aufhängen. Ja, Knoblauch wird ja hier nichts helfen. Ist ja kein Vampir. Oh Mann. Aber es ist so... Es sieht aber auch geil aus. Nee, nee, nee. Lass unseren Fabian in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Lass ihn in Ruhe. Er schläft hier ganz lieb. Jetzt ist er weg. Ist er jetzt weg? Ist er... Oder ist er bei Fabian drin? Nein. Nein, 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 nein. Stopp. Pause. 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 Hilfe, ich hab Angst. Er ist noch nicht ausgeschlafen. Was ist jetzt wieder los? Hilfe. Oh Gott, sterb mir nicht. Bitte, bitte, sterb mir nicht. Was los? Junge, leg dich schlafen. Hopp. Ins Bett. Husch. Wo ist... Oh. Abraham, lass ihn in Ruhe. Geh, fort. Oh, es spult. Jetzt spult's. Hilfe. Und er ist schon wieder wach. Nee. Kannst nicht schlafen, ne? Wegen so viel Geisterkram hier. Also, schlafen. Ah! Nein, nein, nicht zu Tode erschrecken. Oh nein! Er hat sich eingepieselt. Wenn nicht mehr passiert, bin ich zufrieden. Geh schlafen. Wo ist denn ab? Ach, der spukt ja immer noch. Ey, der hat's voll auf Fabian abgesehen. Merkt ihr's? Er hat's voll und ganz auf Fabian abgesehen. Moment. Jetzt aber echt, ey, das gibt's doch nicht, wenn ich das jetzt dauernd hab mit den Gespenstern hier, Leute. Ich wäre verrückt. Ich komm. Mach mal die Dusche sauber und geh duschen. Ich glaube, du fühlst dich gerade nicht allzu wohl. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Komm, steh auf, geh runter. Geh duschen. Nein, er versucht es wirklich, ihn dauernd zu Tode zu erschrecken. Hoffentlich hast du ein kräftiges Herz, Junge. Boah, ey, das kann ja echt nicht wahr sein. Das ist ja... Boah, ist das fies. Ich lasse hier so schnell keinen mehr vorher einziehen. Die dürfen heiraten und dann zusammen wohnen. Das ist ja die Gefahr schlechthin. Wobei, dann hat er es auf Jessica abgesehen. Apropos Jessica. Oh, und jetzt haben wir auch noch so einen Werwolf hier draußen. Na super. Aber Jessica geht's gut. Die lässt er scheinbar einigermaßen in Ruhe. Also zumindest denke ich mir das mal so, ne? Ja, dusch dich. Und dann darfst du nochmal, weiß nicht, was essen. Schlafen, keine Ahnung. Oh Mann. Meine Sims werden hier voll gequält. Ist Abraham denn noch unterwegs oder ist er jetzt endgültig weg? Ich hoffe, er ist jetzt endgültig erstmal wieder in seiner Urne verschwunden. Oh Mann. Hey Leute, da kriegt man wirklich beim Spielen fast einen Herzinfarkt nach dem nächsten. Also zumindest ich bekomme fast einen Herzinfarkt nach dem nächsten. Das ist dann gar nicht mehr so witzig. Ja, Hund, ist gut. Wir haben gehört, wer bist denn du? Spike, könntest du vielleicht mal wieder bei Melissa vorbeischauen? In Sims 2, zweite Staffel? Die braucht euch noch. Da hast du doch schon eine gewisse Beziehung aufgebaut.
Hier gibt's kein Kind, hier gibt's kein gar nichts und ein Werwolf will auch keiner werden. Also verzieh dich wieder. So, komm, du darfst dir jetzt einen Rest nehmen. Das hast du dir verdient nach der ganzen Erschreckerei, wenn du überhaupt noch was runterkriegst. Ich würde ja nichts mehr runterkriegen, ganz ernsthaft. Was ist das? Keine Ahnung, irgendwas. Nimm sie es einfach. Ach, das war noch der Fisch, ja. Der soll es sättigen. Also es ist hell geworden. Ich sehe auch keinen Abraham mehr. Der muss dann also so um, weiß nicht, 4, 5 Uhr. Oh, da muss er noch aufwischen. Das, wenn Jessica das sieht, ist das, glaube ich, nicht so gut. Ja, da ist Jessica auch wieder wach. Hallo, und sie hat gut geschlafen. Das ist ja nett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt, stopp. Wo willst du hin? Was machst du? Fabian? Hast du schon aufgegessen? Ach, war das nur so ein Mini... tja, blöd, ne? Ist jetzt echt dumm gelaufen. Bringt meinen ganzen Tagesablauf hier wieder durcheinander. Mann, ich hatte doch einen Plan. Blöde Geister, aber auch. Na gut, dann geh jetzt erstmal aufwischen. Es muss ja keiner mitkriegen, dass du dich da eingepieselt hast. Und dann gehst du schlafen. Ist in Ordnung. Und Jessica, hallo, bist ja immer noch da. Jessica darf hier mal sich zurechtmachen. Und so und aufräumen und ruhig, ganz ruhig. Oh Gott, ihr wisst nicht, was ich für Nervenflattern hier hab. Das ist so, ich meine, der letzte Part ist ja nur schon für mich wieder ein paar Tage her, wo ich den aufgenommen hatte. Ich habe mir den natürlich vorher wieder angeguckt, ist klar. Und deswegen habe ich das auch entdeckt, dass ich Jessica als Sonja betitelt habe und so. Ich habe immer noch ein Herzflatter nach dem nächsten gekriegt, nur allein schon vom Anschauen her, obwohl ich ja wusste, dass eigentlich erstmal nichts passiert war. Aber dann kommt man hier rein, Abraham war ja noch am Rumspuken und dann macht er hier so weiter. Und meine schöne Ruhe, die ich mir hier angeeignet hatte, die ist direkt wieder weg. Ist direkt alles wieder flöten gegangen. Herzklopfen. So, wie geht's denn dem Garten? Dem geht's ganz... Oh ja, du kannst schon wieder... Oh, und ernten! Ja, supi. Dann habe ich ja was zu tun hier mit ihr, helft mir Fabian ausgeschlafen hat. Wir müssen hier mal ein paar Sachen entsorgen und so. Da musste jetzt mal ein bisschen die liebe Hausfrau spielen. Das wird schon... was haben wir? Im Herbst? Ach so, wir sind schon im Herbst. Ja, cool. Das ist auch schön. Dann kannst du das mal recyceln, dann kannst du das mal recyceln, dann kannst du hier mal den Wetterbericht angucken, damit wir wissen, auf was wir uns einstellen müssen. Ja, und dann kannst du dich hier um dein Gemüse kümmern. Das würde ich doch als erstes vorschlagen. Einmal pflegen. Müssen nicht auch viele gegossen werden? Nee. Viele einsprühen kannst du mal noch und dann gucken wir mal, ob die soweit dann gut sind, dass du sie verkaufen kannst. Weil immerhin, wie gesagt, das ist ja unser, wie sagen wir denn, unsere Einnahmequelle von Jessica, ne? Also mal davon abgesehen, dass wenn sie hier Männer einziehen lässt, die auch Geld mitbringen. Es ist sehr schön und trocken, aber später am Tag kann es zu heftigen Regen kommen. Ach, das ist jetzt schon später am Tag, um 9 Uhr morgens. Nun, gut, jetzt bringt es wahrscheinlich hoch zu ihm. Oder wo willst du das ablegen? Nee. Du bringst das doch jetzt nicht... Mädel. Warum legst du das hier ab? In einem Zimmer, wo keiner außer dir drankommt. Passe mal auf. Ich nehme mal die Zeitung und lege sie bei ihm hin. Dann kann er vielleicht nachher noch ein bisschen Zeitung lesen, wenigstens. Ne? Ich meine, das Zimmer kommt er ja nicht rein. Was ein Glück auch. So, dann wird heute in dem Part wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel passieren. Jetzt muss ich hier im Regen rummachen. Nun gut, ich könnte ja mal ein bisschen spulen, während sie sich um den Garten kümmert hier. Ist ja alles in Ordnung. So, wie geht's ihm denn jetzt? Ja, schon besser, okay. Schon besser. Wir könnten doch, haben wir denn noch, mal gucken kurz, ob wir noch, wir hatten doch hier mal diese, wir haben sogar Schatzkarten, wow. Nee, aber die Einladungskarten, diese Coupons für Essen zu gehen, haben wir leider nicht mehr. Na gut, das macht ja nichts. Man kann auch ohne Coupon essen gehen. Geld haben wir ja eigentlich genug. Aber mal so schön essen gehen, das wäre doch mal was. Vielleicht irgendwas noch für den Spaß tun. Mal so einen schönen Ausflug mit euch beiden. Oder,
Na, wenn es jetzt zum Regnen aufhört, könnte man auch mal in den Park gehen. Oh, Telefon. Geh mal abheben. Ist er denn jetzt wach? Na, er schläft noch. Dann lassen wir ihn ruhig ausschlafen. Noch ein bisschen. Und wir müssen, wie gesagt, ja das Zeug noch verkaufen. Wer will denn was von uns? Hi, Jessica, kann ich Fabian sprechen? Ja, klar, kannst du. Ist in Ordnung. Geh du Fabian sprechen. So, jetzt sehen die Sachen hier auch schon wieder ein bisschen besser aus. Gießen ist wohl nicht. So, dann geh mal hier hin und tu die Ernte verkaufen. Warte mal kurz. Ja, ist ja jetzt auch egal. Hier die Ernte verkaufen. Warte mal kurz. So sehe ich mehr. Und da auch Ernte verkaufen. Und die Ernte gibt es noch nicht, okay? Hier gibt es auch noch nicht. Und hier auch noch nicht, okay? Hast du drei Pflanzen, wo du verkaufen kannst. Das ist ja schon mal immerhin was. Sind zwar nicht die schönsten. So, und du gehst bitte mal aufstehen und ans Telefon. Dann seid ihr wenigstens beide wach. Ungefähr beide gleich ausgeschlafen. Also insofern alles kein Thema. Alle hopp. So, und ich gucke mal, wie viel du da so verdienst. Zeig mal. Was gibt es denn Gutes? Wo taucht das jetzt wieder auf? Ich weiß nicht. Ja, ja. Ah ja, 158, wenn ich es richtig gesehen habe, hat diese Pflanze gebracht. Habe ich zweimal die gleiche angeklickert? Ja, scheinbar. Was kriegst du für die weniger guten Stangenbohnen? Sag mal an. Vielleicht kann ja wirklich Fabian sich in Zukunft hier um den Garten kümmern. Nur 95, ja siehst du. Das war jetzt nicht so viel. Okay. Dann könnten wir mit dir mal gucken. Ich meine, Fabian telefoniert gerade. Heute ist es noch schön vom Wetter her. Ja gut, dann mal hier doch noch ein bisschen weiter, bis Fabian fertig ist. Dann zieht er sich an. Und dann können wir ja vielleicht mit euch ein bisschen was unternehmen. Hm? Wie wäre denn das? Das ist eine super Idee. Komm mal her, zieh dich mal um. Ah, ja, genau. Ja, ja. Und dann kannst du mal anrufen, Taxi rufen, genau. Wir könnten ja auch ein Date draußen machen. Na, obwohl, ich glaube, für ein Date ist es noch zu früh. Die sind zwar schon wieder besser drauf, aber ja. Machen wir erstmal ein ganz normales. Wir gehen mal aus. So, ohne Date, ohne alles. Ja, natürlich mit ihr. Ohne sie macht es ja nicht viel Sinn. Ja, und dann kannst du sie mal fragen, ob sie denn auch mit dir ausgehen möchte. Und sie hört mal auf zu malen, genau. Ja. Oh, das Bild ist fertig. Naja, also so toll ist das ja nicht, ne? Naja, egal. Ja. Ja. Kannst du auch nochmal wertschätzen, dich entschuldigen und auch mal bewundern. Ja, bis dahin sollte dann das Taxi da sein. So, wo wollen wir denn mal hin? Ja, also wie gesagt, es ist eigentlich jetzt doch ganz nettes Wetter wieder. Wir könnten da in diesen Waldpark gehen. Gönn deinen Sims einen Spaziergang durch den Park und lerne deine Nachbarn kennen. Oh, vielleicht trifft man da auch den einen oder anderen. Man könnte angeln. Ja, komm, warum nicht? Da gehen wir so selten hin. Das machen wir einfach mal. Ja. Genau. Geh ihn bewundern und dann Abmarsch ins Auto. Und dann nichts wie weg hier aus dieser Geisterspukhöhle. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, immer tagsüber zu schlafen, wenn die Geister sich gerade nicht bemerkbar machen. Und nachts auf Achse zu sein. Damit, wenn die denn dann spuken, sie uns nicht zu Tode erschrecken können. Das wäre natürlich vielleicht eine Maßnahme. Mensch, hat ja schon mal erwähnt, eigentlich sind es ja Nachtmenschen, was wir hier haben, also Jessica. Aber na gut, mit den Geistern muss ich halt leben. Es gehört zur Challenge dazu. Was soll ich machen, ne? Jetzt fahren wir erstmal in den Park. Wetter sieht ja gerade ganz gut aus. Entschuldigung. Fröschlein im Hals. So, da kommen sie und dann rast die Zeit. Nee, ist wieder gut. Alles wieder gut. Gut, 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 gut. Und was wollt ihr denn? Er möchte Schmetterlinge fangen. Er möchte 100 Simoleons verdienen und Glühwürmchen fangen. Was möchtest du denn? Du möchtest... sie möchte ein Date. Und Stufe 5 der Sauberkeit. Hallo, Jessica. Was ist mit dir los? Willst du Schach spielen? Wollt ihr zusammen Schach spielen? Oh ja, dann macht mal.
Gucken wir mal, ob sie sich zusammen ans Schach setzen oder ob jeder an einen anderen Tisch geht. Wäre ja natürlich gut, wenn sie sich zusammen an den Schach setzen. Hallo, geh mal üben. Und du mach mit. Und du auch hier mit Fabian mitmachen. Genau. Könnt ihr erstmal hier ein bisschen was machen. Ja, ein schöner Ausflug in den Park, ne? Ja, erstmal wieder alles wegräumen. Und wer bist du? Detlef Jansen. Kenne ich nicht, brauche ich nicht im Moment. Ja, du musst uns jetzt auch nicht begrüßen. Dankeschön. Wir wollen hier einfach ein bisschen Ruhe haben. Und das ist Miss Markgraf, da ist der Nikolaus Beimer. Alle stehen sie hier um uns rum und wollen gucken, was wir hier tun. Als hätten sie noch nie Leute beim Schachspielen gesehen. Wer bist du? Das war einer. Hallo, hallo, bleib doch mal stehen. Ach, der Norbert Göttgens haben wir da. Und da haben wir den Dennis Kraft. Dominik Kraft, sorry. Ach, und du hast Hunger. Ja, entschuldige. Hunger ist das Ei. Was will du wissen? Gott, er wird begrüßt von allen möglichen Leuten. Okay, lasse dich begrüßen, das ist in Ordnung. Jessica, du kannst ja mal in der Zeit, wo er sich begrüßen lässt, hier was Leckeres grillen. So ein paar schöne Hotdogs. Wie wäre denn das, hä? Hier du mal Hotdogs grillen und ja, mit Fabian gucken wir einfach mal, was die ganzen Leute da von ihm wollen. Ja, hallo, guten Tag. Wer bist denn du? Muss ich dich kennen? Ist hier irgendwas los? Keine Ahnung, wer bist du? Nikola Beimer. Ja, du hast Hunger. Okay, ich würde sagen, wenn du Hunger hast, warte mal. Du musst auch auf Toilette, sehe ich gerade. Moment. Hä? Halt, warte, was machst du? Moment. Jetzt spielt der da irgendwas, keine Ahnung. Ich suche eigentlich die Toilette, wobei darunter geht's nicht. Okay, dann geh doch mal bitte auf Toilette und ist da auch irgendwo ein Ding, ein Waschbecken, habe ich doch hier irgendwo gesehen. Ah, da. Und Hände waschen. Hör mal auf, mit der Madame da zu spielen. Mach das mal, weil ich glaube, Jessica, wo ist meine Maus hier, dürfte die Hotdogs fertig haben. Genau. Ach, und da sind auch Leute, die sie begrüßen wollen. Okay. Ja, dann verteil du mal schön die Hotdogs. Sehen lecker aus. Sehr schön. Ja, ja. Ach, ich dachte eben schon, ich sehe Schmetterlinge, aber das sind die Blätter, die da von den Bäumen fallen. Okay, ja, ja. So, verteil mal schön. Such dir mal ein Plätzchen, wo du dich hinsetzen willst, wo du essen willst. Hier vielleicht dann. Ja. So, dann tust du hier essen. Und du kommst da essen. Warum hängt's? Ich dachte schon. Hilfe! Nicht, dass mein Spiel sich hier aufhängt. Wow, und guck mal hier, ganz voll mit Fischen. Ich glaube, wir gehen nachher mal angeln. Ja, ja, das müssen wir machen. Doch, doch. So, kommt er jetzt auch? Ja, da kommt irgendwer. Komm, Junge, beeil dich mal, sonst ist der Platz weg. Und du möchtest doch bestimmt bei deiner Jessica sitzen. Aus irgendeinem Grund stockt mein Spiel heute öfters. Das ist blöd. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Sorry, ich habe nichts nebenher offen. Ja, hallo, ihr Süßen. Guten Appetit. Kannst du mal... Nee. Ess erstmal in Ruhe, genau. Ach, ist das toll. Eine, zwei Süßen. Passen doch aber auch super gut zusammen, die zwei. Geben ein schönes Pärchen ab. Wenn nicht vorher, was passiert, wie gesagt, ne? Ich muss mich ranhalten, dass die bald heiraten können. Weil, ja, mit dem Geist habe ich jetzt echt Angst. Zugzwang. So, wie sieht's hier aus? Ja, schon besser. Jessica, stopp mal. Was willst du denn jetzt? Wie sieht's? Ja, bei ihr ist ja eh kein Thema. Okay. Du könntest ja schon mal anfangen zu angeln. Angeln mit Wurm, komm. Lass mal das ganze Geschirr da rumstehen. Das kann mal irgendwer anders wegmachen. Du isst mal schneller. Aha. Stockt schon wieder. Und dann...
Gibt's keinen besseren Platz, wo du angeln kannst? Hier ist es zu steil für mich. Okay. Dann passe mal auf, wo ist es denn jetzt nicht so steil? Ach Gottchen, ihr habt aber auch immer hier Probleme mit dem Angeln. Ich weiß, ich weiß. So, wo ist denn nicht so steil? Da ist auch so steil, da ist überall steil, wenn du so willst. Hier ist alles steil. Blöd. Gibt es hier irgendwo ein Gebiet, wo nicht so steil ist? Nee, ist ja noch steiler da hinten. Ja, im Notfall können wir nicht angeln. Kannst du hier angeln mit Wurm? So, du da mal und du auch mal hier so vielleicht da angeln mit Wurm. Probier's da mal aus oder sagst du dann auch wieder, es ist zu steil? Ah, das nervt mich jetzt, dass mein Spiel hängt. Hallo, komm, put, 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 put. Auch zu steil, ha? Huh? Ja, okay. Gut, dann lassen wir die Angelgeschichte sein, ist auch in Ordnung. Hier gab es doch noch, ja, ich habe eine Idee, was ihr machen könnt, ihr zwei. Ihr könntet doch mal hier schaukeln. Geht ihr mal zusammen schaukeln, lasst den Fisch sein, ist egal, können wir später vielleicht von hier aus nochmal probieren. So, geht ihr mal hier hin. Vielleicht ist das da nicht zu steil. Ach, jetzt rennen. Ich spule mal ein bisschen, damit die schneller hier sind, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ist meine Paarzeit schon wieder um. Ich hoffe, sie schaffen es hierher. Jo. Cool. Jawoll. Unsere zwei Verliebten auf der Schaukel. Ach, wie schön. Ja, genau. Wie die kleinen Kinder. Oh. Und das hängt, und das hängt, und das hängt. Nicht mehr. Nein, alles gut, ne? Ja, so ist doch schön. Ja, oder auch nicht. Ja. Also wie gesagt, warum es hier dauernd hängt, weiß ich nicht. Ja, aber gut. Dann habt ihr mal ein bisschen geschaukelt. Dann würde ich vorschlagen, setz dich doch mal hier hin. Und du, komm auch mal von der Schaukel runter. Und setz dich auch mal hier hin. Wow, genau. Man könnte einfach mal da sitzen und ein bisschen erzählen, plaudern, was auch immer. Ja, unterhaltet euch, genau. Das ist auch ein hübsches Bild mit den beiden. Ja, wie sie sich unterhalten oder auch nicht. Meine Güte. Also irgendwie stockt's heute doch sehr. Das hatte ich so auch noch nicht, dass mir das dermaßen aufgefallen ist. Nun ja, gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon erstmal wieder für den Part mit den beiden. Ich hoffe, die beiden verstehen sich langsam wieder besser, sodass wir vielleicht im nächsten Part dann auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Romantik gehen können. Weil, wie gesagt, Fabian wollte sich verloben, sie möchte eigentlich gerne ein Date haben und so weiter und so fort. Mal gucken. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch bis hierhin soweit gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.